und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch! Und heute probiere ich einen super leckeren und super einfach gemachten Nussdrink, also eine Nussmilch, aber man darf ja nicht mehr Milch sagen. Und zwar mache ich das ganz einfach aus nur zwei Zutaten und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und diese zwei Zutaten sind folgende, und zwar braucht ihr einmal kaltes Wasser. Ich habe hier ganz normales Leitungswasser genommen und das hier schon mal in meinen Mixbehälter gegeben. Und als nächste Zutat braucht ihr das Nussmus eurer Wahl. Also, ich habe jetzt hier das Nussmus selber gemacht. Dazu habe ich auch bereits schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch dann in der Infobox und hier oben. Und vielleicht haben das auch einige von euch schon ausprobiert, das ist super lecker, wenn man das selber macht. Und ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Also dieses Nussmus zum Beispiel jetzt ist eine Mischung aus Mandelmus und Haselnussmus. Das mache ich sehr gerne, weil die Haselnüsse haben mehr Öl und damit wird das Ganze auch flüssiger. Vielleicht diejenigen, die das schon mal ausprobiert haben, haben das gemerkt. Wenn man nur Mandeln alleine nimmt, dann wird die ganze Masse immer etwas fester und nur Haselnüsse allein sind sehr, sehr flüssig. Und so eine Mischung finde ich richtig, richtig lecker. Das Ganze geht natürlich auch noch mit Cashews. Daraus kann man auch Mousse herstellen. Ist auch eher eine festere Masse. Und mit Kokos. Aber Kokos empfehle ich euch nicht aus Kokosmousse also zu verwenden, um Kokosdrink herzustellen, weil die Masse, wenn die aushärtet, also kalt wird, härtet sie eben aus. So, sie wird fest. Und das eignet sich dann nicht so gut. Da gibt es andere Methoden, um Kokosmilch herzustellen. Ja, und da könnt ihr natürlich das entscheiden, ob ihr eine selbstgemachte macht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine, wo ich die Schale verwendet habe von den Mandeln. Deshalb ist es auch bräunlich und halt im Geschmack auch sehr intensiv. Nach Nuss schmeckt es dann. Oder ihr könnt zum Beispiel auch im Laden die gekaufte natürlich verwenden. Und da gibt es ja auch zum Beispiel Mandelmus, was weiß ist, also ohne Schale. Also dann wird natürlich eure Milch auch sehr weiß. Und ähnelt der Milch noch mehr und es hat keine kleinen Stückchen drin. Bei der hat es das natürlich ein bisschen. Aber es schmeckt richtig lecker und intensiv. Vielleicht kennt ihr ja auch von einer Marke, gibt es ja auch eine Mandelmilch mit gerösteten Mandeln. Und das kommt dann dieser Variante schon ähnlicher. Ja, und jetzt geht das Ganze super einfach. Ich gebe jetzt nämlich einfach von diesem Mandelmus ungefähr einen Esslöffel hier zu meinem kalten Wasser hinzu. Und je nach Geschmack könnt ihr natürlich variieren und mal durchmixen und ausprobieren, ein bisschen davon trinken und schauen, schmeckt mir das schon, ist mir das noch nicht intensiv genug, und da könnt ihr natürlich alles Mögliche ausprobieren. Das ist natürlich dann eine Haselnuss-Mandelmilch, also Drink, oder ihr könnt Cashew-Drink herstellen und so weiter. Das Coole daran ist natürlich, es ist natürlich viel billiger, als wenn ihr es kauft, und wenn ihr aus so einem Glas, könnt ihr natürlich mehrere Liter herstellen. Und ist natürlich im Gesamten viel günstiger. Außerdem ist es auch nicht so schwer zu tragen, wenn man so ein Glas mit nach Hause nimmt. Oder dann die kompletten Milchpakete. Das ist auch noch so eine Sache, was ich richtig praktisch finde. So, jetzt wird das Ganze erstmal durchgemixt und es geht wirklich nur ein paar Sekunden. Und dann seht ihr schon, die Farbe verfärbt sich schon und das Ganze sieht schon aus wie Milch. Jetzt fülle ich das Ganze hier noch in meine leere Glasflasche ein und kann das Ganze dann im Kühlschrank aufbewahren. Und so ist das Ganze jetzt schon fertig. So hält es sich für ein paar Tage im Kühlschrank, nicht allzu lange natürlich, weil es hat halt keine Konservierungsstoffe drin und deshalb schnell aufbrauchen. Ihr könnt es jetzt verwenden zum Beispiel zum Backen, überall wo Milch da drauf steht oder halt Sojadrink oder weiß nicht was, könnt es natürlich ersetzen durch das. Ihr könnt es in einen Shake benutzen, ihr könnt es einfach so trinken, ihr könnt daraus goldene Milch zaubern, Kakao, ihr könnt es zum Kaffee benutzen, aber da würde ich euch raten, meine Kaffeemaschine zum Beispiel, die hat so einen Behälter, wo dann Milchschaum produziert und da hat es nicht funktioniert. Ich denke, dafür ist es einfach zu schwer irgendwie. Ich weiß nicht, sonst kann ich mir auch nicht erklären. Wenn ihr natürlich euren Kaffee so trinkt und einfach immer nur einen Schuss Milch reingibt, dann geht es natürlich auch super. Und ja, im Müsli geht es natürlich auch sehr gut. Am besten sogar, finde ich. Also da könnt ihr mal ausprobieren, welche Geschmackssorte ihr lieber habt. Und wie ihr seht, ist es ja super, super einfach hergestellt. So, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mir gerne eure Kommentare, wie ihr das Video findet.
ob euch das Rezept gefallen hat. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Und wie immer freue ich mich natürlich auch über Fotos. Und das geht immer am besten bei Instagram unter dem Hashtag FrauJannik. Dann kann ich nämlich eure Fotos sehen und ich freue mich jedes Mal riesig darüber. Vielen, vielen Dank dafür. Dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke anzuklicken, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, falls ein neues Video online kommt. So, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik. Mmh. Unglaublich. Es schmeckt ein bisschen wie Nutella-Milch durch diese Haselnüsse. Richtig lecker. Und das Gute ist, ihr braucht nicht mal Süße zu füllen. Ich finde es so schon süß genug durch diesen gerösteten Geschmack. Es ist richtig, richtig lecker. Müsst ihr also unbedingt einmal ausprobieren.